herzlich willkommen, alle in dieser Runde, die bei der Stolperstein-Verlegung heute dabei sind, neu an dieser Stelle oder schon mit einer ganzen Reihe von Stationen unterwegs sind. Herzlichen Dank, Frau Ackermann, für die Musik, mit der Sie uns schon seit früh an begleiten. Und natürlich auch herzlichen Dank der Polizei, die also unermüdlich uns auf unserem Wege schützt. Wir erinnern an Louis Kirschner. Zwei Enkel von ihm haben sich bei uns gemeldet, beziehungsweise eine Enkelin, Urik Goldberg aus Israel, und ein Enkel, Jair Kirschner aus Holland, aus den Niederlanden, die sehr gerne hier dabei gewesen wären, herzlich grüßen lassen und sich freuen, dass, vielen Dank, dass Sie das tun, dass der Film des offenen Kanals Ihnen die Möglichkeit gibt, hier ein Stückchen mit teilzunehmen. Ganz herzlichen Dank. Also 80% der Neustadt waren zerstört und unter anderem auch dieses Haus, wo wir in der Papenstraße 22 oder jetzt Kirchstraße, wo wir uns befinden. Also ein wunderschönes Gebäude, ausgangs des 19. Jahrhunderts errichtet und mit einer großen Einfahrtssituation, die dann unterhalb dieser der Geschosse durchführte in die Hofsituation, also die ganz typische Situation, ein großes Vorderhaus, sehr repräsentativ durchaus mit so einem etwas barock anmutenden Dachabschluss oben, der solche entweder eine Gaube und einseitig diese runden Öffnungen lässt. Und im hinteren Bereich, und mit Sicherheit damals etwas einfacher Bereitung eines hinteren Gebäudes. Und ungefähr, was hier allerdings geblieben ist, und da nehme ich an, das ist fast noch original, das wird ungefähr der Straßenverlauf sein, der wird noch authentisch sein. Und da muss man sich natürlich vorstellen, dass natürlich bei weitem nicht so viel Anlauf war. Es kam dann irgendwann die Fassade. Und direkt an der Stelle, die hat hier ganz gut geklappt, die Verortung, da ist auch der Stein, wo er dann praktisch das Haus betreten hat. Und Sie sehen auch hier, das Treppenhaus lag in diesem Fall eher im hinteren Bereich. Also man musste in den großen Bogen eintreten, um dann praktisch in seine Wohnung zu erreichen. Das ging dann von dieser Durchfahrt aus mit Sicherheit ab. Also ein sehr repräsentatives Gebäude, wo Louis Kirschner gewohnt hat. Wir erinnern an Louis Kirschner. Er wurde am 15. Mai 1875 in Wągrowitz in der Provinz Posen, polnisch im Wągrowiec, geboren. Er gelangte 1919 mit seiner Ehefrau, der Margarete Grete Weile, aus deren Geburtsort Schlochau, heute Schluchow, in Westpreußen nach Magdeburg. Das Ehepaar bezieht eine Wohnung in der Papenstraße 22, heute hier die Johanneskirchstraße, wo am 17. März 22 ihr Sohn Siegfried zur Welt kommt. Louis Kirschner wird Mitinhaber des Luxuswarengeschäfts Gebrüder Weile in der alten Ulrichstraße 3, welches im Besitz der Brüder von Margarete Kirschner ist. Louis und seine Frau Margarete arbeiten beide dort mit. Und ihr Sohn Siegfried Kirschner beschreibt sein Elternhaus als das einer assimilierten jüdischen Familie, in dem bestimmte jüdische Bräuche wie Rosh Hashanah oder Yom Kippur natürlich gepflegt wurden. Und die Eltern definieren sich als Juden mit deutscher Staatsbürgerschaft. Der Sohn Siegfried bekam von seinen Eltern sie schenken eine liebevolle Kindheit, auch mit unbeschwerten Tagen. Aber bald erkrankt die Mutter, Margarete, an Krebs und stirbt am 5. November 1931 daran. Sie wird auf den israelitischen Friedhof am Fermersleber Weg hier bestattet. Nach 1933 wird das Geschäft der Gebrüder Weile aufgegeben. Über das weitere Leben Louis Kirschners ist wenig überliefert. 1938 ist er noch in der Papenstraße 22 wohnhaft. Vom Sohn wissen wir, dass der Vater nach Ausbruch des Krieges als Zwangsarbeiter schwere körperliche Arbeit verrichten muss. Bald wurde er auch gezwungen, in das sogenannte Judenhaus Brandenburger Straße 2a umzuziehen. Von dort wird er dann am 25. November 1942 in das Ghetto Theresienstadt deportiert, wo er bald darauf am 12. März 1943 stirbt.